und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über die neuen Tech-Pads oder generell auch über die neue Tech-World, Dark-Matter-Pads und alles, was so dazukommt, Leute. Aber Leute, bevor das Video beginnt, könnt ihr gerne das Video liken und ich würde mich wirklich, wirklich über ein Abo freuen, damit ihr auch nicht meinen weiteren Pet-Simulator-X-Content verpasst. So, aber was hier wurde hier überhaupt geleakt alles? Ich habe hier ein paar Leaks zu Dark-Matter-Pads, ein paar neue Pads aus der Tech-World und auch noch die Hintergrundmusik, welche wirklich cool ist. Ich würde aber sagen, dass ich nebenbei noch ein paar von diesen Pog-Eggs hier öffne einfach mal und schaue, was ich da rausbekomme. Müssen wir ja wieder knocken daran. Es geht ja nicht mehr so lange. Deshalb will ich wenigstens, solange das noch da ist, hier mir ein paar Pets besorgen. So, aber Leute, schauen wir uns erstmal die ersten Leaks an, die auch schon öffentlich gemacht wurden von Preston oder Build Into Games auf Twitter selber. Und das ist dieser Tweet hier mit dem Fantasy Shop hier einfach. Da sieht man so ein paar Häuser, so ein Raumschiff oder so eine Kuppel, die eigentlich so wie ein Raumschiff fast schon über dem Shop schwebt. Eine Kanone, woraus man schließen kann, dass man über eine Kanone wahrscheinlich wieder in die Welt kann. Und einen Shop mit so 12 verschiedenen Eiern, 12 normale und 12 goldene. Aber da wurde auch schon bestätigt, was ich mir auch gedacht habe, dass der Rest einfach Placeholder sind. Also die sind nur zur Überbrückung da, damit man halt später neue Eier reinsetzen kann. Aber die ersten zwei werden wahrscheinlich neue Eier sein. Also wir werden zwei neue Eier bekommen, schätze ich mal. Dann ist da auch noch so ein Pet Collection Ding, wie wir es auch in jeder Welt haben. Aber was wir nicht haben, ist irgendwie Dark Matter Station oder so. Die haben wir nicht. Ich habe ja aber auch noch ein zweites Bild gesehen. Da sieht man die Kanone näher dran. Man sieht den Shop näher dran. Und wenn man ganz genau hinschaut, kann man so leicht Tech-Egg und vielleicht auch Future-Egg, ich weiß es noch nicht, kann man erkennen. Das ist aber nur eine vage Behauptung. Da kann ich mir jetzt nicht sicher sein, ob das wirklich stimmt. Aber so generell finde ich, schauen die Häuser sehr cool aus. Dieses linke Haus da vor allem. Oh mein Gott, das sieht wirklich cool aus. Die im Hintergrund, ja, okay, die sind ziemlich plain, einfach nur so langweilige Fenster. Aber die anderen haben so Textur wirklich. Das sieht cool aus. So, jetzt öffne ich aber erstmal ein paar Eier. Dafür brauche ich aber auch noch Boosts. Da können wir weiterreden. Währenddessen Dark Matter Station wird dann wahrscheinlich so wie beim Enchanted Forest dieses, wie heißt denn das Ding nochmal? Ich habe es komplett vergessen. Diese Enchanting Station einfach, ja. Okay, das macht Sinn. So wie die Enchanting Station wahrscheinlich in der ersten Region oder so sein. Vielleicht auch in der zweiten oder so. Aber sie wird da sein. Also man wird Pets Dark Matter machen können. Da bin ich mir ziemlich sicher, da haben wir genug Leaks dazu gesehen, dass das fast schon bestätigt ist. Jetzt könnte ich aber auch mal irgendwas Gutes hier rausziehen. Eigentlich mal so nebenbei. So Pog Dogs, Pog Cats. Kann ich ja natürlich brauchen, aber ich brauche ein paar mehr Pog Immortus und damit komme ich einen sehr, sehr schön. Einen Pokémortus Legendary. Gestern im Stream irgendwie 3 oder 4 gezogen. Ich glaube 3 aus 5 3-Eiern. Das war krass. Ich brauche immer noch einige, dass ich überhaupt noch einen Rainbow machen kann. Den Dark Matter Pokémortus werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr machen können. Das ist schade. Aber einen Rainbow hätte ich noch gerne. Sieht aber auch nicht so gut aus tatsächlich, leider. Sieht nicht so gut aus. Ja, so bekomme ich jetzt aber auch gar keine so guten Pets hier da raus. Irgendwie sieht es nicht so gut aus. Oh, und noch ein Pokémortus. Das ist sehr nice. Heute 2 Pokémortus gezogen. So viel Glück hatte ich schon lange nicht mehr. Okay, gut. Jetzt aber will ich euch noch was zeigen, Leute. Jetzt kann ich euch noch was zeigen. Oh, ich kann noch ein einzelnes Ei so hatchen. Da bekomme ich auch einen Pockdring raus. Okay, perfekt. Nein, aber ich will euch was zeigen. Und zwar zum einen den Eingang in die Tech World. Wir kennen ja diesen Bereich hier mit der 25 Millionen Area, Milliarden Area, die man mittlerweile nicht mehr kaufen kann. Ich habe sie nicht gekauft. Roblox Victor hat sie gekauft. Und da hinten ist perfekt Platz für eine Kanone. Also es wird wahrscheinlich da eine Kanone sein, die da nach hinten schießt. Und dann haben wir da die Tech Area, schätze ich mal. Sieht zumindest so aus. Da sind auch so Stromkabel und alles. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass wir hier in die neue Area kommen werden, von hier aus so. Aber Leute, ich wollte noch was sagen zu den Dark Matter Pads, weil Leute haben ja gefragt, wie wird das jetzt mit den Dark Matter Pads aussehen? Wie macht man die jetzt dann Dark Matter? Ist es genauso wie bei Gold und Rainbow mit dieser Prozent-Chance-Ding oder ist es so wie in Pet Simulator 1, dass du 10 brauchst, um 1 einfach Dark Matter zu machen und du hast gar keine Prozent-Chance? Weil hier haben wir es ja, wir haben so eine 13%-Chance, wenn wir 1 machen wollen, hier so 47 mit 3 und 88, ja, ihr wisst, da kann ich jetzt einfach mal schnell probieren und ich hoffe, dass ich es schaffe. Ja, perfekt. So, diese Chancen kennt ihr ja. Und so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich auch mit dieser Prozentchance wieder sein. Also, es würde nur Sinn machen, wenn wir von normal auf Gold machen können mit dieser Technik und von Gold auf Rainbow, dann werden wir es ja auch von Rainbow auf Dark Matter machen können. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Daran besteht eigentlich kein Zweifel so wirklich. Aber Leute, jetzt will ich sagen, kommen wir schon zu den Tech Pads, weil die Tech Pads werden erstens mal die Collection hier erweitern. Da unten werden wir viel
viele, viele neue Pets haben dazu. Ich habe die Collection mittlerweile gefüllt, bis auf die Exclusive Pets hier, die fehlen mir noch. Und wir werden wahrscheinlich einen neuen Equip-Slot auch dazu bekommen, bei so vielleicht 450 Pets. Die sollte ich vielleicht erreichen können, ich weiß es gar nicht. 450 Pets ist schon ziemlich viel. Da müsste ich auch lange, lange grinden. Mal schauen. Aber so ein weiterer Equip-Slot wäre schon ganz cool. Jedenfalls, Leute, so sehen die Tech-Pets hier aus. Es sind wirklich ein paar coole Pets hier dabei. Die sind jetzt ein bisschen deformed, glaube ich. Also vor allem dieser Metal-Skull sieht wahrscheinlich nicht ganz so aus. Ich habe auch noch ein Bild, wo man die in-game sieht. Aber jetzt erstmal hier. Da diesen Metal-Skull, der sieht eigentlich schon komplett cool aus. Aber es wird eher so ein Rare-Pet, glaube ich, sein. Die Techno-Cat sieht auch nice aus. Oh mein Gott, die Techno-Cat sieht wirklich cool aus. Dann der Happy Computer. Erinnert mich ein bisschen an... Ah, mir fällt gerade nicht ein, an was er mich erinnert. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber er erinnert mich an etwas sehr, sehr stark. Dann den Cyber Raccoon. Oh mein Gott, mit diesen lilan Lichtern, LEDs da. Die anderen Cyber Bunny und Cyber Fox mit so glänzend blauen oder so leuchtend blauen Augen. Die sind ein bisschen furchteinflößend, ganz ehrlich. Aber cool. Ich finde sie cool. Und hier, Leute, haben wir noch die Dark Matter Versionen von ein paar dieser Pets. Also hier den Pock Dog, Pock Cat, Pock Dragon und Pock Immortus. Die kennen wir ja schon. Die Pets haben wir ja mittlerweile schon in-game. Dann vom Happy Computer auch noch. Der auch ziemlich cool in Dark Matter aussieht, finde ich. Dann die Techno Cat. Sieht auch cool aus. Und der Metal Skull immer noch deformed irgendwie. Irgendwie sieht er nicht so aus, wie er aussehen sollte, glaube ich. So, aber jetzt zeige ich euch noch, wie die in-game aussehen oder einfach so als 3D-Modell. Hier haben wir den Happy Computer normal und in golden einfach mal. Dann den Bunny hier, den Cyber Bunny oder Techno Bunny, wie der heißt. Den Techno Fox und den Techno Raccoon. Der Raccoon hat da noch weniger Licht um seine Augen rum dumm. Also irgendwie leuchtet er da noch nicht so. Vielleicht ist es noch ein alter Render oder so, wo er noch nicht so leuchtet. Aber der Happy Computer leuchtet auch nicht. Ich glaube, das ist einfach noch ein alter Render. Das wird noch cooler. Und hier haben wir auch noch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die neuen Chests. Also anscheinend diese Chests, die wir ja hier vorne haben. Oder ist das die große Chest? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Diese Chests, die es hier gibt. Oh, hier habe ich jetzt nur Geschenke und so. Aber solche Chests zum Beispiel in kleiner, die ist wahrscheinlich dann diese Chest hier in der Tech-Welt. Und das ist eine ziemlich, ziemlich coole Chest. Aber Leute, jetzt will ich euch nochmal was zeigen. Jetzt will ich euch was zeigen, was ich wirklich cool finde. Und zwar diesen Ambient Sound oder diese Hintergrund. Einfach diese Ambience da im Hintergrund, die man hat bei diesem Spiel. Die ist wirklich cool. Dafür muss ich jetzt an ein ruhiges Örtchen gehen. Gehen wir einfach mal hier hin, ganz kurz. Und gönnt euch das zusammen mit der Ambience von dieser Tech-World. Also das Gefühl, das da vermittelt wird, ist wirklich nice. Also real talk. Dieses Gefühl, das du dabei hast, dieses mysteriöse, aber trotzdem wirklich, wirklich coole. Es gefällt mir schon sehr. Also dazu gibt es auch noch so einen Cannon Sound. Den spiele ich euch auch noch kurz ein. Aber diese Ambience hier, die vermittelt wird, das fühlt sich schon cool an. Ich habe ja Musik in dem Spiel deaktiviert. Ich glaube, für so ein Video oder so mal werde ich sie aktivieren. Auf Dauer wird das wahrscheinlich schon nervig. Und Pet Simulator ist nicht das Spiel, wo du jetzt so gefühlsreich oder keine Ahnung, wie soll ich sagen, bist eigentlich. Aber das vermittelt schon was. So, jetzt mache ich aber noch schnell hier meine Pock Dragons Gold, damit ich mir noch einen neuen leisten kann. Mich auch meinen 7., glaube ich, auf Rainbow habe. 6., 7. Pock Dragon auf Rainbow. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls einen paar Dark Matter Pock Dragon werde ich schon machen können. Einer geht schon. Mehrere wahrscheinlich nicht, aber einer geht schon. Da 6, jetzt habe ich meinen 7. dann. Wenn ich überhaupt genug Dragons dafür habe, das weiß ich ja gar nicht. Ich hoffe aber mal. Dann hier diese Pock Cats und Pock Dogs auch noch. Schnell, da brauche ich ja auch noch ein paar Rainbow-Stück von denen. Ist ja auch wichtig, ein paar von denen zu haben. So, habe ich diese ganzen Cats hier jetzt auch noch auf Golden gemacht. So, dann die Dogs noch hier. Diese paar Dogs hier. Da werde ich gar keinen mehr Rainbow machen können. Ah, schade. Nur 4 auf Golden jetzt. Die Stallions und so kann ich ja mal lassen. Gehen wir ab zur Mine und machen wir da noch ein bisschen Rainbow hier. Ich habe mal ein Video drüber gemacht, vorgestern oder so, über das Fusen dieser Pets. 88%, okay, schaffen wir schon. Hoffe ich mal. Ja, passt. Über das Fusen der Pock-Pets. Und sehr ehrlich, Leute, ihr solltet es nicht machen. Fused einfach nicht eure Pock-Pets. Vertraut mir. Es ist nichts Gutes. Fused sie nicht. Ihr könnt nichts Gutes rausbekommen. Die sind viel wertvoller als dieser eine Rainbow Pegasus, den du immer rausbekommst. Ich habe dreimal gefused, dreimal Rainbow Pegasus. War nicht geil. War wirklich nicht geil. So, jetzt könnte ich eigentlich noch meinen Pock-Dragon enchanten. Meine beiden, die ich noch nicht im Team habe. Es sind halt immer noch starke Pets, so. Also wirklich starke Pets, so. Ach, Coins 4, das braucht doch keiner. Sowas wie Chestbreaker 3 oder Strength 5 wäre gut. Da würde ich mich freuen. Gifts 3, nee, das nicht. Strength 3, Diamonds 1, gar nicht so schlecht, aber nicht gut genug. Super Teamwork, nee, da will ich auch was Besseres haben. Als diesen Enchantment hier. Irgendwas Gutes will ich einfach. Chestbreaker 2, okay, mit dem gebe ich mich zufrieden vorerst. Es ist halt immer noch 100%iger Schaden, plus 100% Schaden an Chests, und das ist schon cool. Wäre so, als hätte ich Stärke 5 dran, wenn ich das Ding an der Chest
Teststrecke. Also ist es gut. Ja, Fantasy Coins 3. Okay, akzeptiere ich. Das nehme ich an. Da muss ich jetzt hier irgendwas raus befördern aus meinem Team. Wie wär's mit, hier Fantasy Coins 4 mal und einmal Stärke 5. Ja, ich glaube, dann ist mein Team jetzt gut aufgestellt. Fast nur aus Pockets oder Pockpets einfach. Ja, ein paar andere Pets noch. Ist gut, würde ich sagen. Ist gut. Aber dann würde ich auch an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.